Wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, an diesem Mittwoch, 7. März. Ich bin angekommen in Berlin am Messegelände bei der ITB 2018 und die Fahrt lief total gut, problemlos. Ja, und jetzt habe ich den Presseparkplatz bezogen hier, Parkplatz 15. Da gab noch einen Platz frei und ich musste ein bisschen rumeiern, um mit dem Columbus reinzukommen. Hat aber geklappt. Kurz umgezogen, jetzt bin ich startklar. Auf geht's zur Messe und zum ersten Event um 3:30 einen Blogger-Kaffee trinken. Na, das klingt doch gut. Mal gucken, wie Blogger so Kaffee trinken. Ja, und schon kommt man in die ersten Gespräche. Allzu viel Camping gibt es auf der ITB ja nicht. Aber das hier ist Escape Campervans aus Amerika und Kanada. Die vermieten diese lustigen, bunten Autos mit Dachzelt oben drauf, Küche hinten drin, hat also 4 Schlafplätze. Ja, schöne Art sicherlich mal in Amerika die Nationalparks zu besuchen. Und einer Zusammenarbeit mit Bloggern scheinen sie auch nicht abgeneigt zu sein. Wer weiß, vielleicht zieht es uns ja doch nochmal über den großen Teich. Das wäre eigentlich mal wieder eine coole Idee. Spannendsten Vortrag vom ganzen Tag. So, ich bin jetzt auf dem ersten Blogger-Treffen in der Blogger-Lounge. Es geht hier um Momondo, die berühmte Reisesuchmaschine. Und wenn ihr dieses Video anschaut und bei Momondo bucht, unter dem Code DRCAMP bekommt ihr 48% Rabatt und ich bekomme 33% Provision. Also www.momondo.com. Nein, nicht buchen, campen gehen, nicht reisen buchen, campen gehen. Also, es ist ja der Louis. Genau. Kennt ihr Louis noch von Come With Us Too? Ja, kennt ihr noch, ne? Von CVSM. Guckt ihr das Video an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, bis später. Wird eng mit Camping, Thorsten. Okay, also wir sind hier bei Wilde und Partner, einer tollen Agentur, die leider irgendwie nichts im Bereich Camping macht. Insofern bin ich hier falsch. Aber ich fliege ja auch gerne und viel. Was? Nix. Die Tanja von taktikontour.de, da müsst ihr mal drauf gucken, super Blog, die möchte aber nicht gerne gefilmt werden. Wobei, die Frage ist ja, ob wir uns das überhaupt... Und sie hat so ein bezauberndes Lachen. Da kann man doch nur so. Ich zeige euch mal, hier sind ganz viele Blogger. Genau. Ganz viele Blogger, die sich mit Spinathäppchen durchfuttern. Dazu gehören wir natürlich auch, oder du? Ja. Bis später. Und Bier. Also nicht genau. Zu vergessen, nicht nur Spinathäppchen. Das Bier hat zwar schon Staub angesetzt, aber es war noch haltbar. Wir wissen nicht, wo sie es herhaben. Keine Ahnung. Irgend so ein krummer Brauerei-Deal. So, der erste Tag auf der ITB geht zu Ende. Jetzt gehen wir noch gemütlich was essen und dann schaue ich mal, ob ich mit dem Auto einfach da stehen bleiben kann auf dem Parkplatz und schlafen kann oder ob ich noch wegfahren muss. Ja, aber erstmal erklären wir den ersten erfolgreichen Tag für geschafft und freuen uns auf ein nettes Beisammensein zum Abend hin. Bis später, ihr Lieben, oder bis morgen. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, von der ITB, Teil 2, Tag 2. Ja, ich bin ein bisschen heiser, weil irgendwie, ne, die Erkältungswelle geht rum, aber man muss halt immer auch schreien hier auf der Messe, wenn man sich verständigen will, weil es überall so laut ist. Ja, ich habe super geschlafen, direkt hier auf dem Messe-Presse-Parkplatz. Messe-Presse-Parkplatz. Und ja, sehr angenehm und es ist einfach total geil, wenn du morgens am Frühstück sitzt, isst dein Müsli direkt vorm Eingang und alle Leute versuchen krampfhaft mit Taxis, Bussen und sonst was alles zur Messe zu kommen. Und du bist schon da. Ja. Business Camping ist halt einfach cool. So, ich schaue mich weiter um. Ein paar Events heute noch. Ich nehme euch mal mit. Zeige euch ein paar Highlights. Auf jeden Fall hier jetzt gerade Halle 2, glaube ich. Das ist dann der arabische Teil im Sinne von Dubai, Sharjah, Abu Dhabi und so weiter. Tolle Stände, interessante Menschen natürlich mit den entsprechenden landestypischen Trachten. Ja, wie immer, ITB, die ganze Welt ist hier und ich bin auch dabei. Bis später.
So, es ist sehr, sehr laut hier. Was war das gerade, was ich euch gezeigt habe? Das war ein Blogger-Meeting bei Sleeperoo. Sleeperoo ist ein neues Übernachtungskonzept an ungewöhnlichen Orten. Kann ich euch noch mal mehr zu erzählen. Jetzt ist hier gerade sehr laut, aber ihr habt es mal gesehen, okay? Also ganz viele Blogger in einem kleinen Raum. Ich nicht, bin hier draußen, weil das Ding würde wahrscheinlich zusammenbrechen, wenn ich einsteigen würde. So, und warum mir dieses Konzept so gut gefällt, ist einfach der Grund, weil hier kann man nämlich hart im Korb sein. In dem Fall Doktor im Sleeperoo-Korb. Sehr schön hier. So, wir sind... Sei doch mal kurz still, Simone. Wir sind jetzt hier im italienischen Restaurant Trattoria da Gianni. Da waren wir letztes Jahr auch schon. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut mal rein. Vor mir seht ihr jetzt das Flaschenregal. So, und die beiden schönsten und besten und berühmtesten Flaschen sitzen ganz unten. Okay, jetzt habe ich mir schon wieder Freunde gemacht. Und wir schauen noch mal in den Raum rum hier. Die Simone ist auch schon ganz aggressiv. Hier Blogger, haben es noch nicht mal alle Plätze belegt, es werden noch mehr so um die 35 und wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend. Bis später. Hallo ihr Lieben. Freitag, der letzte ETB-Tag, aber noch nicht der letzte Berlin-Tag. Insofern zeige ich euch noch ein bisschen was anderes im Laufe der nächsten Videominuten. Aber hier jetzt mal der Eindruck von der Blogger-Lounge im Marshall-Haus, wo wir uns mit ein paar Leuten immer wieder treffen und uns austauschen. Sehr schön, sehr nett, sehr spannend. Und meine Stimme ist auch ein bisschen besser geworden, dank Hilfe meiner lieben Kollegin Tanja. Ein Wundermittelchen habe ich gelutscht. Mal gucken, ob es hält. Wir sprechen uns später. Bis dann, ciao. So, Freitag Nachmittag, der nächste Programmpunkt, das Berlin Travel Festival in der Arena Berlin. Hier gibt es Vorträge zum Thema Reisen, Ausstellungen, sieht richtig cool aus, wir schauen uns mal um. Ja, das ist doch Berlin. Hier gibt es Food-Ecke, da hinten ist die Mainstage, wo die Vorträge gleich laufen. Echt cooles Ambiente auf jeden Fall für das Festival hier. So, gleich geht's los mit dem Vortrag. Wir haben schon ein kleines Problem entdeckt, der Louis, ne? Der stellt sich immer überall hin und sagt immer, wir reisen mit dem Van durch alle 47 Länder Europas und alle meinen immer, wir, das sind wir. Aber wir sind das gar nicht, das ist nämlich er und die Steffi, ne? Ja. Und jetzt haben die halbe Halle hier den Eindruck, dass wir beide... Ja, 47 sie haben das Gefühl, wir leben zusammen. Ja, aber, ja, das stimmt aber gar nicht. Aber gut, wir haben das jetzt mal aufgeklärt, öffentlich auf YouTube und ich hoffe ihr... Ja. Ne, also Steffi und Louis sind die... Nicht gratulieren oder irgend sowas, nee, das ist da nichts passiert. Nein, und, ne, und ich, wenn ich reise ich ja allein oder mit der Familie, das wisst ihr ja. Insofern, alles gut, hat sich nichts verändert, ist alles wie gehabt. Ihr wisst Bescheid, zwei Kanäle, ne, zwei Reisende, getrennt Reisende. Manchmal aber auch zusammen, wie jetzt im Moment gerade. Genau. Und wir sind auch mit dem Van zusammen hier hingekommen, aber, ja, aber nur von der ETB. Wir schlafen aber auch getrennt. Ja, auch. So, wir haben jeder einen Van. Alles gut. Offiziell eröffnen. Und diese drei Männer hier neben mir, die haben den Zeitgeist nachgespürt und die bringen Menschen, Produkte und natürlich Abenteurer wie euch zusammen, um ja, sich inspirieren zu lassen und einfach mal zu schauen, ist das was für mich, hatte ich schon immer vor, finde ich geil, will ich machen. Und hier trifft man dann auf Gleichgesinnte. Und ich würde sagen, wir lassen die drei erstmal zu Wort kommen. Ich begrüße ganz rechts Bernd Neff in der Mitte mit dem All-Inclusive-Shirt, Gabo Tia und zu meiner Rechten Bob Charestani. Herzlich willkommen. Wir sind jetzt mal zum Köche kochen auf dem Campingkocher gegangen. Und das ist jetzt gerade hier. Gesendet wird, wenn dieser Herr auf die Bühne tritt. Also von daher sind wir in der Tat live. Also noch ein bisschen mehr al dente da so vielleicht.